Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel gegen Darmstadt, auch wenn am Ende dann die Akribie gefehlt hat, die Freude hat ein bisschen gefehlt, das Vertrauen in den Passrhythmus, die Laufwege müssen wir hochdrücken, der Wille an der Pille, den Ball auf jeden Fall auf dem Weg zum Tor und auf den Laufwegen davor, ein Danke nach der Flanke und dann muss am Schluss der Schuss rein, aber auf der anderen Seite. Wir mussten Marco Reus runternehmen, weil er hatte seine erste Theoriestunde in der Fahrschule. Zum Glück musste niemand vom Trainerteam ihn während des Spiels hinbringen, weil er selbst gefahren ist. Wir haben zum vierten Mal eine Entscheidung gekriegt, die eine Katastrophe ist. Wir haben das Abseitstor gegen Hannover gekriegt, wir haben gegen Berlin das Abseitstor gekriegt. Ich habe gestern ein Knöllchen gekriegt, ich habe die Rechnung gekriegt von meinem Dienstwagen und ich kriege jetzt gerade einen Herpes, wenn ich an die ganzen Fehlentscheidungen denke. Das ist nicht in Ordnung. Robert Lewandowski macht uns keine besonderen Sorgen. Wir haben mit dem Trainerteam von Borussia Dortmund nochmal alle Bayern-Spiele der letzten 45 Jahre analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir besonders auf Gerd Müller aufpassen müssen. Ich finde grundsätzlich, dass man einen Schiedsrichter in der Bundesliga nicht berühren sollte, weil Schiedsrichter sind aus Fleisch und Blut. Ich bin bekanntermaßen Frutarier und von daher berühre ich einen Schiedsrichter nur, wenn er pfeift wie eine Pflaume. Gratulation an meinen Trainerkollegen André Breitenreiter für diesen außergewöhnlich guten Start. Aber ein ähnlich guter Start ist ihm auch letztes Jahr mit Paderborn gelungen. Heute esse ich keine Olive, ich habe mir heute etwas Größeres bestellt. Ich habe mir hier die bestellt, diese Schnüffelgyros, aber die esse ich nicht, sondern ich rieche bloß daran. Moment. So, satt. Herr Ober, die Rechnung bitte. So Freunde, das war der zweite Thomas Tuchel-Anmerkung aus dem ersten Clip. Von euch haben wir natürlich versucht einzubauen, ich denke ihr habt es gemerkt. Aber die Frage, die mich heute interessiert, ist, wie spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund? Am kommenden Wochenende ist es soweit, schreibt es unten in die Kommentare. Und hier ist er nochmal, der Thomas Tuchel aus der letzten Woche, also der erste Tuchel-Clip. Und hier unten haben wir auch noch was, Pep Guardiola, weil die zwei spielen ja gegeneinander. Also viel Spaß.